Willkommen zurück. Ein paar Tage vergangen, seitdem ich auf dem Feld war. Ich bin wieder auf dem gleichen Grundstück. Und es ist jetzt der erste Grundstückseigentümer, der was mich auf der Wiese suchen lässt. Die anderen waren immer sehr, happig, also das hat ja noch nicht taugt, keine Ahnung. Okay, first time I'm detecting a pasture field. Okay, das ist da oben auf diesem Wald. Haben sie gemeint, darf ich gerne mal absondeln, wäre sehr, sehr schön. Ja, wir werden da unten gleich anfangen, wir werden durch das Tor gehen. Man sieht hier, dass da ein alter Weg einmal war. Er ist zugeschüttet worden, der geht da bis durch rauf. Ja. Jetzt haben wir was aus hinten, drückt mir die Daumen. Gib mir Fingerskost. So, first signal. Erstes Signal. Ah, ja. Ein Mini-Ring. First find an iron ring. Jetzt sehen wir die erste Wiesen und dann so Steine. Very steep, Pest. Okay, wir haben das Signal. Ah, jetzt ist es wieder gleich. Das ist einmal live, probieren wir es einmal. Bis jetzt war noch nichts live. So. Trash, Müll. So, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Knopf oder eine Münze ist. Pff, komplett korrodierte. Könnte eine Aluminiummünze sein. Could be an Aluminum Coin. Ich reinige es einmal daheim, vielleicht finde ich was raus. Oh, das ist nicht so prickelnd aus. Na, wo ist es jetzt? Aha, schon tiefer zu sein. Naja, was war's denn, ne? Ein Müll wieder mal, einer alten Tube. So, ich stehe jetzt in der Mitte von dem Hohlweg und habe irgend so ein Rohr gefunden, was leer ist. Keine Ahnung, was das da drückt, hätte ich es getroffen. I have no clue about this find. Das war ziemlich leicht. Das hat Aluminium sein. Oder Blech. Auf der Wiese ist nichts los. Verzupfen wir dann glaube ich in den Wald. Nur ein Scharnier. Das was 10 Kilo schwer ist. This is only a hinge. Bin jetzt im Wald. Der erste Fund, also der zweite Fund, der erste Fund war noch Stacheldrahtzaun. Ist eine Sicherung mitten im Wald. A fuse.
Tschüss. Das ist da oben, die großen Ziffern. Cool. Ich hab nämlich nur 3 Signale da nebeneinander. Ah, 3. 2 glaube ich. Aber mit demselben Wert, schauen wir mal. Ihr bleibt's gleich dran. Schauen wir nochmal. Machen wir das einmal dicht. Aha. Was ist das? Schauen wir mal da rauf. Das ist jetzt gerade das Deep-Programm, was ich probiere. War das da irgendwo? Oder wo war es? Da ja. Mei da. Und aus. Gut erwischt, sicher hinten. Ganz gescheit. Ah, nur so welche. Okay. Eigentlich sind heute. Ich will es ja gar nicht graben. Das ist ja ein Eisensignal war. Aber es ist eine schöne Schnalle, natürlich von der Wurzel durchdrängt. Also voll ins Auge. So. Blind. Erste schöne Fund heute. Aus Eisen auch, aber ist egal. Schön, eine Schnalle. Okay. Da kommt sie aus dem Loch gekrochen. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Also kann man sich nicht beschweren, dass er in so einer Tiefe, ich sage mal, das werden 10 cm sein, oder sogar mehr. Das kleine Ding da. Trotz großer Spule. Also nicht die ganz große, sondern die mittlere. 11er Spule. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt habe ich nochmal so ein komisches Dings gefunden. Das ist ein bisschen lichthaft. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Diese Barosche oder irgend sowas. Oder ein Knopf. Na. Was wie war das? Todala. War ein bisschen tief ins Braune. Danke trotzdem, dass dass dabei wart. Ich werde mal mit dem Wald wieder weiter umschauen. Das heißt, weit rüber hinauf.
Weil da kann man fast nicht gehen, da wieder. Da muss man auf den Herbst warten. Auf den Herbst. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Thanks for watching. Bis zum nächsten Mal.